Vom Spiel HBW Baling-Weichstätten gegen TV Großwallstadt erwarte ich ein sehr enges und umkämpftes Spiel und hoffentlich einen Sieg vom HBW Baling-Weichstätten. Ja, ich erwarte von dem Spiel einen Sieg für den HBW, spannendes Spiel und gute Torhüterleistung. Sehe ich natürlich genauso. Vom Spiel HBW gegen Großwallstadt erwarten wir ein spannendes Spiel, das der HBW knapp mit 2 Toren gewinnt. Jawohl! Ja, also vom Spiel HBW gegen Großwallstadt erwarte ich mir ein sehr spannendes Spiel, das ja von der Tabellensituation sehr nahe beieinander liegen. Vom Spiel vom HBW erwarte ich gegen Großwallstadt, dass sie knapp gewinnen, aber sie werden es schaffen. Jens, herzlichen Glückwunsch zum Spiel. Was war heute ausschlaggebend, dass der HBW so deutlich mit 27:20 gegen den TV Großwallstadt gewonnen hat? Ja, die zweite Halbzeit war, was Abwehr und Torwart angeht, denke ich, eine richtig, richtig gute von uns. Der Martin Ziemer hat alles gehalten, was da so aufs Tor kam. Die 3:1 hat super den Vorsprung rausgespielt. Die seitliche 5:1 hat auch noch gut gepasst. Und dann natürlich, was Roland spielt und was der Alex spielt. Also Alexis Albanos war schon richtig gut. Alles klar, danke Jens Böckle. Roland Schlinger, herzlichen Glückwunsch zum 27:20-Sieg gegen TV Großwallstadt. Zur Halbzeit stand es noch 13:13 unentschieden. Wie erklärst du dir diese starke zweite Halbzeit vom HBW?
Na, wichtig war mal zunächst, dass wir erste Halbzeit am Ende noch ein paar Tore aufgeholt haben, weil die Großwalschatter schon mit 2-3 in Führung gelegen sind. Und damit sind wir unentschieden in die Pause gegangen. Das war für die Psyche für uns ganz wichtig, dass wir keinen Rückstand hinterherlaufen. Und zweite Halbzeit haben wir dann, glaube ich, einen 5- oder 6-0 Run gehabt, haben vorne hochprozentig abgeschlossen und Zimi nach einem Tor zweite Halbzeit hat auch den Kasten ziemlich zugemacht. Und so kommt dann so ein Ergebnis zustande. Alles klar, vielen Dank.